Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zurück. Siehst du, Rachel macht bereits die Tür für uns auf. Rachel? Rachel, könntest du mich hier rauslassen? Schnuffi? Na geht doch. Ich weiß ja nicht, was die mit uns vorhatte. Naja gut, lass mal das. So, wie ihr vielleicht schon seht, Tag 31, ich habe einen Tag mehr oder weniger übersprungen. Ich habe hier nicht echt ein bisschen fleißig weitergebaut, sodass wir jetzt gleich die nächsten 6 Stunden nur noch eben das fertig bauen müssten. Ich habe nochmal frisches Wasser geholt und da unten unsere hier 2 Kornblütchen, ja, Pflanzen, mit Wasser versorgt. Gut, ich würde sagen, Essen passt, trinken ist ein bisschen wenig, aber na komm, wir trinken vorher einen Schluck. Zack. So, muss reichen jetzt mal. Guti, dann kann's losgehen hier. Sticks haben wir noch genug, Nägel haben wir noch, Bretter sind wir sowieso schon durch. Wie viele Sticks brauchen wir noch? 14 haben wir und wir brauchen 12. Gut, dann kann das losgehen. Ich würde sagen, let's rumble. Ja, da bin ich gleich gespannt, wie das denn so aussieht, wenn das fertig ist. Die letzten 3 Stunden. Guck mal, wären wir pünktlich zur Kaffeezeit hin fertig. Da passt doch. Und... Bam! Fertig! Guck mal, liegt auch gleich ein Stock drauf. Ja, sehr cool. Der Mama mal weg da. Also ich finde, das macht was her. Diese Rachel fühlt sich gleich zu Hause. Na Rachel? Wie gefällt's dir? Hä? Okay, das ist hier irgendwie ein bisschen verschoben, warum auch immer. So, Rachel, kannst reingehen. Zack. Boah, passt aber ja so, ne? Hier kann man noch so dran langlaufen. Na gut, hier fliegt es ein bisschen. Na, hier nach oben kommen. Okay, irgendwie ist das Haus ein ganz bisschen verbuggt. Also es passt nicht hundertprozentig mit dem, mit der Bauart und Weise, wie es hier gebaut wurde. Gerade dieses Obergeschoss, ne? Aber ich sag mal so, ansonsten im Großen und Ganzen passt das, ne? Ja, siehst du. Können wir noch ein paar Stühle reinsetzen, einen Tisch. Können wir noch ein bisschen was einrichten, aber erstmal müssen wir erst trinken. Hunger haben wir auch schon wieder. Ich brauche sowieso irgendwie mal wieder Essen. Unser Essen neigt sich langsam dem Ende zu. Pfeifen wir uns das rein, dann füllt er beides auf, ne? Oder? Ich meine, das war so. Ja. Oh, Nebel. Sollen sowas. Ich habe keine Lust auf Nebel. Build. Mal gucken. Komm, Wage. Erstmal machen wir es uns da drin jetzt ein bisschen gemütlich, oder? Schönes Bettchen bauen wir auf jeden Fall. Holz brauchen wir dafür. Okay, also erstmal ein bisschen was hier in Kram einstecken. So, Stoff kommt erstmal ein bisschen mit. Davon nehmen wir vorsichtshalber ein bisschen Inventar mit. Davon. Aber keine Bretter mehr. Waren hier noch welche drinne? Na, eins.
Toll. Na, 5 Stück hätten wir. Ich will mal gucken. Irgendwo hier unten lagen doch noch hier, ups, falsch rum. Irgendwelche Balken. Da. Hey, da wandert der Bär gerade lang. Warum ist eigentlich so eine Musik beim Nebel? Normalerweise ist beim Nebel auch immer so ein anderer Sound, oder? Fällt mir jetzt gerade so auf. Ja, wait, der muss da wahrscheinlich schon drüber springen, sonst wird das nix. So, zack. Craft yourself. Du hast hier übrigens auch noch Arbeit, ne? Mausi, kannst mal zusehen hier, dass du das auch mal fertig kriegst. So, Build. Also hier könnten wir erstmal... Komm, hier kommt so ein schönes Doppelbett rein. Das war eigentlich ein bisschen quatschig, aber egal. Ein schönes Bettchen kommt da rein. So, was können wir noch so bauen? End Table, Dining Table. Hier so einen schönen Tisch hier. Dann machen wir erstmal zwei Stühle. Dann sehen wir, wie das ein bisschen besser passt von der Ausrichtung her, ne? Ja, nicht hier so. So machen wir hier solche, ne? Zack, kommt einer schön hier so in die Ecke. Bau den mal fertig. Oh cool, da kann man sich sogar auch drauf hinsetzen. Das ist ja auch geil. So, dann einen schönen Tisch davor. Was geht denn der so? Ja, so lacht mir ein bisschen Platz, ne? Da, wieso ist eigentlich immer noch Nebel? So lange könnt ihr auch mal wieder weggehen, oder? Oh, jetzt fehlen uns natürlich ein paar Holzbretter. Na egal. So. Und mit restlichen Brettern noch eben. Rachel, wie weit bist du hier mit deinen Brettern? Bist du fertig? Nee. Ey, flitzt da unten hinten eben gerade einer lang, sah so aus, ne? So, zack, guck, haben wir schön Stühle, zwei Stühle, ein Tischchen, das Bett hier, die nutzt das zwar eh wieder nicht, aber egal. So, fehlen nur noch ein paar Bretter. Da hinten steht jetzt natürlich wieder Bär, ne? Kann ich den nicht anlocken, dass der hier reinkommt? Wo ist denn er jetzt? So, gut, ist er drinne? Wo ist er jetzt? Da ist er. Sehr schön, dann haben wir auch noch einen Bären, dann gibt es auch noch Bärenfleisch. Na gut, dann ändern wir es mit dem Bett da oben, dann kommt jetzt hier nicht erstmal. Ich habe die Säge gar nicht. Säge. Bobby, warum willst du raus? Bleib hier.
Säge, Axt haben wir, Messer haben wir. Nein, du kommst da nicht raus. So, hier, komm her. Hier ist dein Stall. Da. So, einmal hier im Hin. Dann können wir jetzt hier mit den Bären anfangen. Erstmal ein bisschen Fleisch, würde ich sagen, wa? Gut, haben wir das. Die beiden nehmen wir auch auf jeden Fall mit raus. So, dann. Na komm, wir nehmen das eine Fleisch auf jeden Fall noch. Und eben dreimal Fett auf jeden Fall. Dann nochmal eine Stunde später. Gut, jetzt sieht man ja auch nichts mehr, ne? Ist mal Lämpchen an hier. Stockendüster. So, einmal nach oben. Zack. Was sagen die? Oh, getrocknet. Ach so, können wir natürlich gar nicht. Plupp. Quatsch. Da. Haben wir noch irgendwo Platz? Da haben wir noch ein bisschen. Ach nee, können wir eigentlich auch gleich wieder hier verarbeiten lassen, ne? Komm mal her. Da. Leder. Wo war noch Leder? Da. Der ersten Seite, da. So, Rachel. Hau mal rein hier. Sind nicht zum Entspannen hier. So, einmal hier einen Schluck trinken. Dann können wir auf jeden Fall das Fleisch hier noch mal aufsetzen. Brennholz. Oh, wir haben kein Brennholz mehr. Wir haben kein Brennholz. Na gut, komm dann. Lege ich mich hier erstmal schlafen. Ja, jetzt ist sie wieder viel fleißiger am Gange, du. Na, geht doch. Schön machst du das, Mädel. Holz. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Das Ding geht irgendwie immer noch nicht, ne? Verletzt man sich irgendwie komischerweise immer noch. Guten Tag. Ein wenig Holz, damit wir ein bisschen Brennholz haben. Und damit wir, ja, dann können wir anschließend das Bett da noch fertig bauen. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Brennholz. Das brauchen wir nämlich, um hier unseren Bären zubereiten zu können, ne? Ja, und ich würde sagen, wenn wir das haben, dann könnten wir uns eigentlich echt so langsam. Fall bitte in die Richtung. Ja, das ist nett. Sehr schön. Dann könnten wir nicht uns eigentlich soweit mal wieder vorbereiten. Und dann tatsächlich mal einen Ausflug Richtung der Stadt machen, ne? Das wäre jetzt eigentlich so erstmal mein nächstes Ziel. So, zack. Einmal hier kommen schnell. 10 Minuten. Quatsch, was mache ich denn? Abbrechen. Na gut, die Bretter kann ich auch noch gebrauchen.
Na, jetzt ist auch egal, da macht die Bretter sehr, sehr fertig. Ich wollte ja eigentlich Brennholz machen. So. Lampe kann auch mal aus, ne? Plupp, eben einmal hier schon mal vier Stücke drauflegen, damit wir ein bisschen Platz im Inventar bekommen. Dann. Brennholz, Brennholz, Brennholz. Da, zack. Das da rein. Das rein und an. Batz. Gut, das läuft. Na, jetzt runtergehen, Fett holen macht keinen Sinn. Dann verbrutzelt uns das alles wieder. Müssten wir jetzt auf jeden Fall warten, bis das fertig ist. Haben wir hier nicht noch Salz? Ja. Dann würde ich nicht ganz gerne auch noch so ein bisschen von dem Trockenfleisch gleich machen. Zum Aufhängen. So im Großen und Ganzen gefällt mir so wohl mit dem Haus da oben. Nicht so schlecht, ne? Mal gucken, wenn wir gleich mal so ein bisschen von da unten oder so sind und man da hochguckt, wie es dann ausschaut. Es wäre natürlich cool, hier noch irgendwie so einen richtig geilen Turm, so, ne? Zack, wenn du hier quasi so hoch gehst, blub, hier oben noch so ein richtig Hammerturm. Damit man mal so richtig eine Ausschau hat, eine Aussicht. So, jetzt sind noch alle roh. Das könnten wir gleich wegpacken. Die Bretter brauchen wir noch für das Bett da drüben. Joa. Dann haben wir das da auch erstmal soweit fertig. Wir haben Tisch mit zwei Stühlen, wir haben Bett. Dann gucken wir mal, was unsere Pflanzen gleich machen. Gießen nochmal fleißig nach. Wie viel Wasser haben wir noch? 4 Liter, okay. So, ich wollte gerade sagen, werde jetzt mal langsam mal fertig hier. So, 1, 2. 3, 4 machen wir noch. Dann haben wir noch zweimal für Trockenfleisch. 20 Minuten. Naja, es dauert mir zu lange. Wieso zeigt dann 6 an? Ach, nimmt er die auch mit? Muss wohl, ne? Also die mitrechnet. Packen wir mal kurz da rein. Quatsch. Da. Ja, er rechnet die also mit. Also könnte es zur Not gebratenes Fleisch also scheinbar auch noch trocknen. Die sind auch schon trocken. Wir wollten uns übrigens eigentlich auch noch hier so ein Schild bauen, ne? Bräuchten wir auch ein paar Bretter. Könnten wir eigentlich noch schnell gleich machen. Um uns noch ein paar Bretter, also bevor wir losgehen, dass wir uns da noch ein Schild machen. Und hier können wir dann, glaube ich, sogar das verstärkte Schild dann bauen, ne? Wo war's da? Bräuchten wir ein Schild, nochmal ein paar Bretter. Haben wir sonst soweit alles nicht da. So, hau rein hier. Medium. Los, komm, jetzt gleich schön durch. Ist da hinten eigentlich ein Riesenberg? Da ist auch so ein großer Berg, aber da ist ja auch noch ein relativ großer. Gut, das erste wird fertig. Zack, zack und zack. Sehr schön. Dann unser Trockenfleisch hier. Plupp, viermal, achtmal. Oh Gott, passt das überhaupt alles rein? Also auch gerade eben. So, einmal zum Trocknen reinhängen. Plupp und flupp und flupp. Gut, sind die auch am Trocknen? So, kann es trocknen. Gut, haben wir jetzt noch irgendwas? Zack, der kommt da mit rein. Der, den hauen wir uns direkt rein. Schön.
Dann eben einmal unser Bettchen hier fertig machen, Mac Rachel. Oh, es fehlen noch Bretter. Zzt. Auch schon wieder trocken, ne? Komm mal hier. Zack. Ich weiß gar nicht, ich habe die eigentlich schon mal ausprobiert, was passiert, wenn man die theoretisch zu lange vertrocknen lassen würde. Wachsen die dann einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, stumpf nicht weiter? Oder ist es tatsächlich so, dass die irgendwie mit der Zeit dann auch hier ja komplett vertrocknen und man die nicht mehr gebrauchen kann? Ach, hier, das hier. So, ne? Das würde mich nicht mal interessieren, wie das aussieht dann. Das kann ja sein, wie viel Wasser geht denn da rein? Ja, die war aber durstig, du. Da wächst ja schon das erste Korn dran. Na, tun wir lieber hier gleich nochmal. Was eigentlich, wie gesagt, mir ziemlich feucht aussieht, aber wir hauen da noch mal ein bisschen was nach. Schön. Oh, jetzt habe ich wieder hier, zack. Immer das Gleiche, ne, mit dem. Gut. So, Holz haben wir, Bretter können wir noch machen. Schwupp, diwupp, einmal schnell hoch. Einmal machen wir es selber, damit wir die eben haben, die Bretter. So, und zweimal. Plopp. Komm hier, Rachel. Kannst ein bisschen sägen. Oh, kommt's auch gleich anlaufen, du. Echt schon fleißige Biene. Ach so, das Bett. Dritt. So, guck an. Kuschelecke ist fertig. Sitzecke auch. Irgendwie so ein cooles Sofa oder sowas kann man nicht bauen, ne? Nö, schade. Hier kann nur die paar Sachen. Hätte natürlich auch hier so ein richtig schönes, modernes Bett machen können. Aber was ich nicht so ganz verstehe, da steht Wooden Bed Single. Hier steht eigentlich Wooden Bed Duo. Wenn ich jetzt wieder drauf gehe, sagt er wieder Single. Muss ich nicht so ganz verstehen. Ich habe ja noch einmal Fleisch im Inventar. Jetzt natürlich auch schon wieder aus, ne? Oh. Ja, egal, jetzt erstmal. Wollten wir hier. Oh, brauchen wir auch noch Bretter für. Na gut, dann können wir auch noch hingehen. Einen Baum fällen. Dann können wir uns eh auch noch ein bisschen Brennholz machen. Okay, nass genug sind sie. Ja, ein bisschen Brennholz machen. Dann können wir das Fleischstück da nicht noch brutzeln. Das hier einmal schon mal mit wieder. Und dann müsste eigentlich auch schon bald hier unsere Ernte irgendwie da am Gange sein, oder? Dann könnten wir noch einen Wasserpott für die Hühner da mal bauen. Die habe ich gesehen, es gibt. Ich weiß gar nicht, gibt es auch einen Futterautomat? Nur kann man das Futter so hinschmeißen. Da müsste ich mal nachschauen. Dann hätten wir das nämlich auch.
Dann könnt mal los. Warum fällt es jetzt in die Richtung? Ja, geht mal ein bisschen dahin. Das sieht ja irgendwie genial aus da oben mit dem Haus, ne? Hat auf jeden Fall was. Wie Platz haben wir noch? So, einen Baum könnten wir auch schaffen. Den hauen wir jetzt noch um. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, dann sehen wir uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Dort werden wir dann noch ein bisschen Bretter zerlegen, ein bisschen Feuerholz machen. Wir werden uns noch im Schild bauen. Für das Hühnchen, eben gucken, wie das mit Futter aussieht, was wir da schon so weit vorbereiten können. Und dann, ne, geht's weiter. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.